Willkommen zurück bei Brave Frontier Global, mal wieder. Ich bin wieder reingekommen, nachdem ich von einer Mimik aus dem Spiel geschmissen wurde und einfach nicht mehr reingekommen bin. Ja, ziemlich beschissen, aber okay, warum nicht? Musste quasi den Cache löschen, die Daten komplett löschen, das Spiel deinstallieren, das Spiel nochmal neu runterladen. Danach hat es immer noch nicht geklappt. Das ganze Spiel nochmal von vorne, dann hat es funktioniert. Und jetzt können wir mal nach den Frontier Hunter Belohnungen gucken, die müssten nämlich da sein. Theo, da, Receive Rewards. Wunderbärchen. Rang 3. Naja. Gut, viel konnten wir auch nicht machen, weil wir noch keinen kompletten Trupp und alles, aber das reicht ja erstmal dafür, dass ich jetzt nicht sonderlich viel tun konnte. Sieht's denn hier aus? Der Doc hat auch nichts großartig gemacht, soweit ich weiß, da ist er 9. Wir können quasi auch direkt hier bleiben, denn wir gehen hier in und machen den Kobalt Impact nochmal. Ich habe das sogar schon, ja genau mit diesem Team da, in der Nacht irgendwann gemacht. Ich war einfach viel zu müde und hätte es einfach sein lassen sollen. Aber ich bin bis zur letzten Stage gekommen und habe den Gradens dann beim zweiten Ulti, ja, vergessen zu garden. Und das hat mich dann getötet. Und zwar hat es alle Leute direkt getötet. Und da war es gelaufen. Aber bis dahin hatte ich nicht einen einzigen Tod. Das will ich jetzt gucken, ob wir das wieder hinbekommen. Denn wenn wir das wieder hinbekommen, sollten wir es dann diesmal doch schaffen. Ich glaube, ich hatte hier den Panda Trident dabei, aber guck gerade mal, ob nicht vielleicht noch ein anderer dabei ist. Leo Morgan, nee, 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 er muss schon seine eigene hier haben. Nöp, nicht dabei, nur der eine da oben. Dann nehmen wir den wieder mit. Weil Doppeltrident, ja, braucht man nicht viel erwähnen. Einfach geil. Die Fujians haben wir hier alles wieder wunderbar. Challenge. Summoner Helper is not been. Ja, mir egal. Bam, 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 bam. Eyo, was lädt denn der hier so runter? Hoffentlich ist das ja fix für die Questen. Dann könnte ich endlich mal wieder ein bisschen farmen hier, dass ich ein paar Fujians machen kann. So, bla. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch mal kurz hier auf die zweiten, auf den zweiten Monitor die Wiki-Seite davon legen. Aber ist doch immer nicht schlecht, wenn man noch mal einen Blick hinwerfen kann und einfach zugucken, was dann wie, wo, wann passiert. Dann vergisst man es auch nicht so einfach. Cobalt Impact. Ah, Recommended Leaders, ne. Steht da überhaupt Trident dabei? Steht gar nicht dabei. Zit, zit, zit. Definitiven Recommended Leader von mir. Geht einmal frei. Einwandfrei. So rum. So, wir gucken jetzt mal hier. Wir möchten Mitigation auf jeden Fall haben. Obwohl wir das eigentlich am Anfang nicht brauchen, aber der Death-Buff natürlich super, das brauchen wir aber. Und da hören wir quasi jetzt auch schon erstmal auf. Konzentrieren uns natürlich auf Lugina, den wollen wir zuerst töten. Und die anderen Sachen. Der macht dann jetzt in der nächsten Runde. Every two turns. Oh, das wurde hier auch geändert auf dem Wiki. Interessant. Besser aufgelistet. Massive on single enemy and adds defense ignoring factor to all allies. Also quasi nicht auf einen bestimmten, sondern. Dann nehmen wir hier, wir wollen auf jeden Fall von Trident das Schild dann jetzt für die Runde. Der müsste dann nächste Runde seine Schildaufladung haben. Wenn jemand Katzisch versteht, unbedingt melden. Ich habe nämlich keine Ahnung, was meine Katze von mir will. Scheint das auf Griff gemacht zu haben.
So. Und dann haben wir jetzt wieder ein Ruhr, außer wir kommen auf die 75%, die circa hier so sind. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir da hinkommen. Aber wir werden mit dem Highest Attack, das wäre dann Rohr. Mit dem will ich jetzt aber eigentlich eher weniger garden. Also ziehen wir einfach mal hier ein neues Schild noch für Griff mit hoch. So, ich glaube, man sieht schon, also wir gehen jetzt gerade nicht auf Damage, sondern auf Survival. So, jetzt kommt vierte Runde. 140% HP Damage auf den mit den meisten HP. Das ist Kollege Trident hier. Das ist jetzt natürlich genau der Trident, der uns den Schild aufladen soll. Suboptimal. Aber wir haben dafür hier unsere Bestie. Und dann macht der hier den Schild, während er gardet. Glaube, ich bin gerade vor das Mikro gekommen. Das tut mir leid, falls das jetzt laut war. Wir haben wunderbar überlebt. So, und jetzt kommen wir so langsam an die 75%. Dann wird Roa jetzt auf jeden Fall eine kleines Päuschen einlegen. Der macht hier mal einen Crit und wir haben kein Schild, fällt mir gerade so auf. Das ist jetzt mies, aber Roa hat ja hier noch sein. Na, gardet ja sowieso. Hat es jetzt aber auch nicht gemacht, also wird Roa nochmal garden. Und wir schmeißen einfach mal einen Fujin weg. Und nehmen uns mal das Schild. Jetzt macht das. Und genau. Das hätten wir hinter uns. Haben wir natürlich überhaupt keine Füllung bei Bestie hier. Das ist ein klein wenig mies. Wir werden, wenn wir mal den Overdrive-Reis raushauen. Man sieht schon, die Pflanze wird defensiv. Könnte also durchaus auch ein wenig Zeit mehr in Anspruch nehmen. Aber meine Global-Videos sind ja jetzt sowieso nicht gerade die kürzesten. Aber anders als bei EU haben wir hier wenigstens auch noch ordentlich Content vor uns, was man noch zeigen kann. Da kann es auch ruhig mal ein bisschen länger dauern. Sehe ich zumindest so. Wenn euch das natürlich stört, müsst ihr es runterschreiben und dann wird hier so ein Trial halt auf zwei Folgen aufgeteilt oder keine Ahnung, wie ich das dann mache. Hey. Hat der Trident aber gut ins Gesicht bekommen. Unser Death-Buff ist dann mittlerweile auch schon wieder abgelaufen. Ja, gut, wir kriegen jetzt sowieso den großen Schild. Und wir kommen dann auch auf die 50%. Das ist 50.000 Damage mit Lowest Death und einem Random Enemy. Aber da haben wir den großen Schild von Trident. Das sollte uns also quasi gar nicht stören, denn der große Schild von Trident sind 200.000. Und ja, so haben wir das nämlich auch beim letzten Try überlebt. Und wenn wir dann hier auf die 50%, jetzt kommt auf jeden Fall Dilma dazu. Wenn wir dann auf die 50% kommen, müssten wir den Schild noch genug haben, dass wir die 50.000 ganz easy überleben. Ja, jetzt sollten wir hier unter die 50% bei Lugina kommen. Bloß nicht wieder abwehren, das hatte ich jetzt letztes Mal das Problem. Da muss ich erst Dilma runterkloppen, damit ich ihn wieder ins Ziel bekomme. So, dann werden wir hier. Obwohl wir von Roa das SBB dann auf jeden Fall auch nochmal brauchen. Ja, dann müsste er jetzt das machen.
auf zwei Targets die 50.000 verteilen. Schild ist noch hoch genug. Und er macht es nicht oder hat das gemacht. Ist jetzt gar nicht. So wie das Schild hier runter geputzelt ist, hat er das wahrscheinlich getan. Oder wird es jetzt tun? Das wäre natürlich suboptimal. Zumal ich nicht weiß, wer jetzt hier die lowest HP hat. Lowest Death. Gucken wir einfach mal, was passiert. Mehr genug Energie, wenn nicht, wird einfach neu gestartet. Beziehungsweise haben wir auch noch Revives. Ah, macht's erst jetzt. Scheint aber. Ja, das scheint jetzt eher weniger ein Problem zu werden. Wunderbar, dann hätten wir das hinter uns. Jetzt müssen wir quasi aufpassen, dass Zarya nicht so weit runterfällt. Sonst wumst die nämlich ganz heftig rein, wenn die unter 10% kommt. So, ich hab die. Bei. Oh, das ist jetzt aber nicht nett. Ich hab bei Illimo, der ich jetzt gerade wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das Bestie wird das nicht regeln. Ich glaube, ich muss den letzten Fujin jetzt für Illimo nehmen. Ich habe Illimo eine Sphäre reingemacht, dass die 10 BC pro Turn bekommt. Hier müssen wir auf jeden Fall aufs SBB warten. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie die Sphäre heißt. Irgendwas mit Crystal, glaube ich. Und jetzt können wir später nachgucken. Ist auf jeden Fall super, dadurch ist, auch wenn sie jetzt nicht so viel Füllung bekommt, kriegt sie halt trotzdem wenigstens ihren BB noch für die Mitigation meistens voll. Wo jetzt natürlich gerade ein blödes Beispiel, das ist nicht voll, da hatten wir es gerade. Ist ein bisschen gefüllt, zack, BB voll, wunderbar. Wir haben zwar noch Besties, damit wir hier den Damage, den Death Buff quasi jede Runde immer noch bekommen, aber sicher ist sicher. Demon Core ist da leider nicht so effektiv. Ach, jetzt kommt auch noch der andere dazu. Das ist jetzt nicht gerade optimal. Die beiden hauen nämlich alleine schon ziemlich rein. Und wir haben Lugina noch nicht tot. Und da haben wir es schon. Da ist es schon passiert. Sehr suboptimal. Aber wir sollten Lugina jetzt hoffentlich tot bekommen, da wir hier SPPs recht gut bestückt sind. Ja, Lugina hätten wir schon mal aus dem Weg geräumt. Wir sind jetzt auch gar nicht auf seinen 10% Threshold hier kommen, das ist auch wunderbar. Dilma ist auch gleich weg. Wunderbar. Dem einen Revive weniger können wir leben. Oder überleben. Das ist ja das große Problem hier für mich immer die ganze Zeit. Natürlich immer noch den Defense Ignore Buff, oder? Ne, hat er gar nicht. Ja, doch, hat er. Enemy Defense when attacking. Das war es. Der ist noch von Lugina übrig. Recht suboptimal, läuft aber dann auch gleich ab. Wir müssen ihre HP auf jeden Fall ein Auge behalten. Denn Zarya macht bei 10% eine massive Feuerattacke auf alle Gegner und erhöht ihre Attack um 100%. Sobald sie das einmal benutzt hat, benutzt sie das auch alle 5 Turns, aber ich glaube, wenn sie unter 10% ist, wird sie nicht nochmal dazu kommen, das nochmal einzusetzen, was sie los könnte. Ja? Ah, da ist jemand kuschelbedürftig. Wir wollen auf jeden Fall die Mitigation und ballern hier, glaube ich, einfach nochmal voll rein.
Jeden Fall brauchen die da unten wieder ein neues Schild. Overdrive hätten wir auch wieder ready. Würde ich quasi zur Sicherheit direkt nochmal von Trident nehmen. Allerdings diesmal von den Trident, weil der ist jetzt mit Schild dran. Leider die Fuji ist halt schon weg. Aber eine Runde ohne Mitigation geht halt einfach nicht. Jetzt hau doch mal den Trident mit Overdrive. Ach. Egal, Vorbereitung für ihre 10% läuft auf jeden Fall. Wir werden hier mal das normale BB benutzen. Hier hatten wir wieder die Auffüllung. Wäre normal gar nicht voll geworden, aber durch die Sphäre. Schon den großen, ne, wir werden noch mal den kleinen Schild nehmen. Und dann jetzt in der nächsten Runde das Trident Overdrive. Eieiei, Alter. Lass die leben. Junge, 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 Junge. So, erstmal Heilung hier. Trident Overdrive. SBB, nochmal SBB. Hier unten kriegen wir kein SBB. Nehmen wir das normale BB. Völlig Banane. Und nochmal angreifen. Und wenn wir dann jetzt. Das sollte der Threshold sein. Crimson Rare, da ist es. Hat uns jetzt zum Glück nicht so viel gemacht. Durch den Overdrive von Trident. Plan also aufgegangen. Normal angreifen. Overdrive-Schild abgelaufen. Halb so wild. Geben wir auf jeden Fall den BB-Gouge auf hier. Nehmen wir hier halt normal. Und da haben wir sie weg. Ah, wieder die Auffüllung. Einfach genial, diese Sphäre. Impressive, you beat them both. Yep. Haben wir getan, Karl. Haben wir getan. Was ist jetzt mit Exvel und Selena, die hier dazukommen? Eher Banane. Bisschen zäh. Aber nicht so schlimm. Das Problem wird dann Gradens. Da ist, wäre der Idealfall quasi auch, dass wir das Trident Overdrive vorbereiten. Und vor allem wird das auch etwas länger dauern mit Gradens. Da der Schaden auf Gradens konzentriert wird, damit Karl nicht unter die 50% fällt, weil dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtig dickes Problem. Ah, da könnte ruhig ein bisschen Bestie hauen. Obwohl Griff jetzt auch nicht schlecht ist, wenn der es voll hat. Ich
kriegen wir wenigstens den Crit-Buff ran. So, er müsste dann jetzt bei 75, ne, bei 50% holt er Exvil und Selena. Und jetzt zwar durch Bestie anstatt Libera haben wir die Elemente nicht dabei, um jetzt gegen Exvil ordentlich was zu reißen. Macht jetzt aber auch nichts. Ich hoffe nur, ich verkack's diesmal nicht. Good job, yep. Blue Execution. Dann mach das mal. Sollte er nicht eigentlich Blue Demon Flash machen? Also, laut Wiki. Aber, na gut, das haut ja sowieso nicht alles 100% hin. Was die ganzen Bosse angeht, was da in dem Wiki steht. Manchmal denkst du ja auch einfach nur, nee, irgendwie hat er das jetzt nicht gemacht oder, naja. Roa ist übrigens, habe ich jetzt immer wieder festgestellt, ein richtig geiler Anführer. Ich meine, er macht nicht viel Füllung bei Spark, aber es hilft ungemein in einigen Fights. Gerade auch bei sowas hier, wo es recht zäh ist. Da hilft es schon, wenn da so ein, zwei Kristalle durch den Spark noch rankommen. Richtig geil ist es natürlich, wenn man Senja-Freund mitnimmt und dann Roa und Senja geben ja jeweils beim Spark die Füllung. Das geht ganz gut, hat dann quasi den Effekt wie Jade alleine. Ja. Jade ist so OP. Ah, jetzt sollte er Exvil und Selena holen. Kommt dann natürlich leider auch ein Hot von Selena, aber ist jetzt halb so wild. Ich hoffe nur, wir kriegen diesmal Exvil nicht wieder mit in die Phase, wo Kra schon da ist. Das wäre recht unpraktisch. Wir werden jetzt auch einfach mal den Fokus auf Exvil legen. Wobei mir gerade einfällt, Roa verteilt doch dieselben Elemente wie Libera. Also wir haben die Elemente doch dabei, so ein Quatsch. Hier hatte ich beim letzten Mal auch einen Fehler gemacht. Der Exvil, der macht ja gerne mal Paralyse. Und da hatte ich mit dem Limo dann das SBB gezündet. Das SBB macht natürlich nicht solche Status Alignments weg. Bräuchten wir eigentlich auf jeden Fall mal die Elemente hier von Griff. Da haben wir wieder die Situation, da werde ich mit den Zilimo nämlich das normale Brave Burst nehmen, damit wir hier die Paralyse weg haben. Oh oh.
Ah, okay, ne, gut. Ich dachte schon, er geht jetzt in die zweite Form, weil wir nicht aufgepasst haben. Wir wollen schon die anderen beiden noch vorher weg haben. Ne, der hat noch. Ach, und der hat ja auch Mitigation an. Gut. Ich überlege mir gerade schon die ganze Zeit einen witzigen Namen für die Folge, aber ihr werdet ja dann sehen, was drüber steht. Oder ihr seht gerade, was drüber steht. Ja, alles so confusing. Na Katze, haben wir den Schnurrmotor gefunden? Sah eigentlich gerade nach einem Paralyse-Effekt-Angriff aus, aber irgendwie ist niemand paralysiert. Wie sieht's mit Karl aus? Guten Zustand. Können wir hier nochmal reinlegen? Ach, er hat sowieso noch Mitigation. Wunderbar. Da haben wir wenigstens genug Zeit, die anderen wegzudreschen. Da haben wir Exvil schon mal vom Hals. Selena. Oh, die ist noch ganz gut bestückt mit HP. Ja, jetzt nicht mehr so. Aber wenn wir dann eine zweite Form von Karl gleich haben, werden wir es auf jeden Fall erstmal komplett nur auf Gradens fixieren. Abgesehen natürlich von SBB ist die neue Buffs, die geholt werden müssen. Die gehen dann natürlich mit auf Karl. Das lässt sich leider nicht verhindern. Vor allem halt die Schilde. Ich mag das zwar nicht, dass ein Limo keinen Angriff hat. Aber bei sowas jetzt zum Beispiel ist das richtig gut, dass sie keinen Angriff hat. Ja, das ist bei Idea zum Beispiel auch, wenn du dann Mitigation machst und drückst da übers Threshold raus. Naja, ja, dumm gelaufen. Jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch runterbekommen. Und dann springt uns auch schon gerade ins Gesicht. Und nicht gleich, dann fängt er erst bei. Kann da eigentlich schon mal runterscrollen? Hier passiert jetzt nichts mehr. Das Problem. Ach so, wegen den 50%, warum ich das übrigens sage. Ab 50% macht Karl in seiner zweiten Form. Mal kurz zünden. Hier den Buff noch hier lass mal. Obwohl, wir übernehmen die Buffs ja sowieso mit. Da macht er Cobalt Dragon Judgment, was 14er massive Combo ist gegen alle. Und recovered 50%. 50.000 HP für zwei Runden. Aber das Problem ist, hat man den Threshold einmal durchbrochen, macht er es alle paar Runden wieder.
Nämlich alle drei Runden macht er es noch wieder und in einer verstärkten Form, die 50 bis 75% von HP macht. Da Gradins uns dann aber schon 88% HP wegzieht, auch mit Garden und Mitigation, da wird das Ganze dann etwas komplizierter. Den hier wollen wir jetzt. So, wir brauchen Mitigation. Schild. Und wir können quasi das Overdrive noch nicht vorbereiten. Das wäre jetzt ein bisschen zu früh, das Overdrive schon vorzubereiten. Weil er muss ja erstmal auf seine 80% kommen, damit er überhaupt damit anfängt. Making me work so hard at my age. Es war jetzt aber noch nicht 80%. Oder? Ne, die unterhalten sich nur. Ne, ja, macht Jupiter Rising. Gut, gut, gut. Werden dann jetzt aber trotzdem schon mal den Trident hier oben das Overdrive geben. Wir brauchen den Buff wieder. Den Buff wieder. Wobei für die Runde hier wäre jetzt zum Beispiel Kafka natürlich gut mit ihrem Light Element. Aber haben wir nicht dabei. Also haben wir die Einheit, aber haben sie hier nicht dabei. Mit voller Absicht. Obwohl sie uns natürlich auch den Debuff geben könnte, dass gerade die Attacke eben nicht macht. Weil hier auch die Frage ist, wie lange hält denn eigentlich so ein Overdrive, wenn es gefüllt ist? Ich meine, das verfällt ja irgendwann. Das habe ich schon mitgekriegt. Nur wann? Kommt mir die Info hier auch irgendwo auf dem Wiki? Das wäre auch mal was. Basics. Summoner, Super Brave Burst, Achievement Systems. Scheint mir nicht so der Fall zu sein. Dann scrollen wir wieder runter zum Gradens. Should I get serious now? Damit fängt er an. Man gibt sich eine 80%ige Mitigation und so ein Späßchen. Brave Burst, Super Brave Burst, Acquiring, Ultimate Brave Burst. Ah, hier. Ultimate Brave Burst by one charge of BB Large activated. Build, which is Overdrive Charge. Attacking enemy will is full. Ah, nach 4 Runden. Ah, das ist Mist. Das ist, ja, das ist richtig Mist. Denn Trident sein Schild hält ja, glaube ich, nur für 2 Runden. Cast Non-Elemental 3 Runden. Gut. Wieder was dazugelernt. Und es sind nicht 200.000, sondern 20.000. Aber mehr als genug mit 3.500 Def das Schild. Dann werden wir das quasi jetzt zünden, denn wir sollten den Threshold jetzt auf jeden Fall erreichen. Wenn dann noch was vom Schild übrig ist, dann nehmen wir das. Wir haben den Threshold irgendwie nicht erreicht. Suboptimal. Irgendwie achte ich gerade überhaupt nicht auf Karl seine HP. Ebenfalls suboptimal. Jetzt hat er sein Threshold. Blue Execution von Karl. Was ja hier jetzt ein normaler Angriff ist. Hier müssen wir ihn aus der Dings rausbringen. So, dann müsst ihr jetzt als nächstes. Here I go. Be careful now. Und dann kommt sein Apocalypse Zero. Ach, pff, Karl hat noch genug. Wir wollen jetzt den normalen Brave Burst haben, um Ruhe herauszubringen. Greifen hier ganz normal an, brauchen ein neues Schild. So, jetzt sollte er wieder nichts. Ja, gut, er macht ja schon nichts.
Und jetzt kommt der Mist. Brauchen wir natürlich auch Mitigation für, während wir garden. Dafür haben wir das Angel Idol. Das bekommt Illimo. Heilen wir hier nämlich hoch. Und garden. Und beim nächsten Mal wird uns Illimo wegsterben. Dafür haben wir aber noch zwei Revive Lights da. Können wir jetzt zumindest erstmal relativ sorglos durchziehen. Naja, relativ sorglos nicht. Wir müssen natürlich immer noch auf Karl seine HP achten, eigentlich. Aber was will man machen? Man braucht die Buffs ja halt auch wieder. Und gerade ins muss ja auch irgendwo HP verlieren. Der muss ja auf 40% runter, damit er den Spaß wieder macht. Ach du Kacke, was zur. Ach, der hat seinen Attack Plus drauf. Die Sau. Und Karl ist hat noch genug HP. So, Illimo, Schild und wir haben den da nicht rausgeholt. Wieder mal das Problem, wieder das SBB gezündet. Ist auch ein klein wenig mies, also die hätten das ruhig noch ins SBB reinlegen können. Und ein random Tod von Griff. Diese nutzlose Scheißhaufen. Ich mag den nicht. Keine Ahnung, ich nehme eigentlich nur mit wegen den Crit-Buff. Ich mag den absolut nicht. Sein 40% Threshold ist circa hier. Jetzt gucken wir auf jeden Fall, dass wir nur das Nötigste an Buffs bekommen und den Rest normal angreifen, quasi Schild, Bestie erneuern, Mitigation. Da hält sich ja ganz gut gegen. Das ist schon mal top, dass der sich da ganz gut hält. Dann müssen wir weniger extrem aufpassen, je besser er sich hält. Wir werden dann hier mal von Rohr nochmal neu den Buff holen. Griff hatten wir ja, nachdem wir ihn wiederbelebt haben, den Buff geholt. Sind wir ja auch, Crit läuft noch. Aber bei der Bestie immer bapp, direkt das Schild weg. Das ist schon heftig, was die ins Gesicht bekommt jede Runde. Und Karl bevorzugt sowieso Feuereinheiten. Leider ist er so nun mal gemacht, aber dafür haben wir zwei mit. Dann geht er nämlich im Idealfall meistens einmal auf die eine Feuereinheit, eine auf die andere. Das ist jetzt gerade natürlich ein blödes Beispiel, weil er es hier irgendwie nicht macht. Das Gute ist, haben wir dann jetzt das zweite von Gradens überlebt.
Haben wir es hinter uns? Müssen wir sie nur noch töten? Klingt jetzt allerdings auch einfacher, als es ist. Zumindest können wir dann aber freie SBB spammen, wie wir Lust und Laune dazu haben. Wir müssen Bestie auf jeden Fall nochmal wieder refreshen, damit uns das bloß nicht abläuft. Sorgt schließlich dafür, dass wir immer schön das Schild haben. Und das könnte der Treasure sein. Nein, noch nicht. Da kommt aber wieder ein Jupiter Rising. Jetzt mal. Klatscht halt sehr gut rein. Overdrive füllt sich bei der Sache natürlich jetzt auch nicht sonderlich. Ist klar. Darauf legen wir es hier aber auch nicht an. Oh, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 5 oder 6 oder 7 Mal die ganze Sache erklärt, was ich hier eigentlich tue. Ich weiß allerdings auch nicht, was ich sonst labern soll. Ah, da haben wir es. Wunderbar. Ah, jetzt müsste er another big one. This time better prepare yourself. Should I get serious now? Jetzt sollte er theoretisch nochmal Here you go, be careful now machen. Theoretisch. Praktisch werden wir garden. Zumindest mit allen, die entbehrbar sind zum Garden. 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 Nein, 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 nein. Brave Burst. Brave? Brave Burst. Ach, jetzt. Gut. Er hat es nämlich beim letzten Mal auch schon. Here I go, be careful. Ne, okay. Nee, Limo hat ja ihr Angel Eide schon. Was zur. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kriegen wir das gefüllt? Oh, bitte sag, wir kriegen das gefüllt. Oh, jawohl. Gut, jetzt haben wir natürlich Bestie auch nicht im Guard drin. Dann hoffen wir einfach mal, dass Bestie nicht angegriffen wird. Ja, und da ist Bestie schon tot. Auch nicht das Problem. Wir haben zwei Revive Lights. Das ist quasi im Rahmen. Problem ist jetzt definitiv, dass keine Mitigation da ist. Das und keine Heilung von. Scheiße. Au, 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 au. Mann, 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 Mann. Das ist jetzt mehr als einfach nur suboptimal. Immerhin. Ach, gut, dann ist Bestie jetzt eben tot. Das ist extremst heftig, suboptimal, aber absolut nicht zu ändern. Bleibt quasi nur zu hoffen, dass das jetzt nicht daran scheitert. Ich würde diesen Trail halt doch schon gerne mal irgendwann schaffen. Wir haben halt jetzt keine BB-Auffüllung durch Damage mehr. Wir müssen quasi darauf vertrauen, dass Illimo voll wird. Ja. Was macht Roa seit? Ich habe den jetzt schon eine Weile, habe das UBW auch schon mal eingesetzt, aber ich habe immer noch irgendwie, ich merke mir das einfach nicht, was der tut. So, sein UBW macht massive Thunder Attack, boosts Enemy Spark Vulnerability und boosts Spark Damage for 3 Turns. Ja, ich glaube, da ist Griff jetzt besser mit dem UBB oder wir nehmen einfach wieder einen der Tridents und gehen auf Nummer sicher. Massive Fire Attack on all foes, hugely boosts critical damage, boosts attack relative to max HP, 20% boost for 3 Turns. Oh, der hat aber wenig Leben.
Eieiei. Ich glaube, ich gehe einfach auf Nummer sicher und werde den Overdrive hier für Trident nehmen. Hier ist eine Füllung gut. Ah, oh, und jetzt sind wir unter den 50% von Karl gekommen. Ja, jetzt macht er den Spaß hier jedes Mal alle drei Runden. Die 9er auf Single Target. Die 9er Attack, die 50 bis 75% der HP macht. Extrem beschissen. Können wir nicht ändern. Müssen wir durch. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr ein Trident-Schild, weil wir halt so Baby-Aufladung. Dadurch, dass Bestie tot ist, ziemlich am Arsch ist. Ja, und er ist wieder nicht voll. Das, oh. Und Limo nicht. Gut, das war's. Das war's, wir haben verloren. Ja, das ist. Genau der Grund, warum ich quasi überhaupt keine Lust mehr auf diese Trials habe. Weil halt einfach immer irgendwas ist. Jetzt wird uns bestimmt Griff sterben oder Trident sterben. Irgendeiner wird bestimmt sterben. Ja, Griff tot. Kann man quasi schon glücklich sein, dass nur einer gestorben ist. Es ist einfach nur völlig beschissen. Vor allen Dingen, jetzt haben wir natürlich das große Trident-Schild. Jetzt, wenn einer tot ist. Warum bekommt denn bitte der. Da bekommt der überhaupt keinen Schaden, der gerade ist? Wie viel hier von dem Schild runtergeklatscht wird. Alter Falter. Neues Schild brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht, weil das wäre kleiner als das Schild, was wir jetzt noch übrig haben. Er bekommt ja überhaupt keinen Schaden. Jetzt brauchen wir wieder hier das Trident-Schild. Und natürlich jetzt auch nicht mehr das Feuerelement von Griff. Oder die Aufladung von Bestie. Das wird schon ziemlich zäh werden, würde ich jetzt mal sagen. Hoffen wir mal, dass es überhaupt noch machbar ist. Was macht denn der hier überhaupt noch? Unter 30% macht er dann nochmal Cobalt Dragon's Formation. Boah. Dragon's Judgment. All enemies and gradually you recovers. Oh, ist so. Egal, wir wollen weiter gerade ins erstmal töten. Das Drop-Raten-Buff wird. Ist ja auch nicht mehr so wirklich vorhanden, weil wir einfach die Espen, ja. Und wieder keine Mitigation. Und damit hat sich das dann jetzt wahrscheinlich definitiv erledigt. Das ist einfach nicht mehr witzig.
Falls übrigens jemand auf die glorreiche Idee kommt, doch einfach Überschaden mitzunehmen, habe ich auch schon probiert, ist noch viel sinnloser. Dann sterben einfach direkt in der ersten, zweiten Runde bei Lugina alle. Habe ja, glaube ich, auch schon ein Video dazu gemacht. Ja, wir können mal raus. Das ist wieder die völlige Sinnlosigkeit. Alles richtig gemacht, trotzdem sterben einfach die Leute. Einfach, weil sie eben sterben. Sie sind halt einfach tot. Ohne irgendwelchen Sinn dabei zu haben. Einfach weg. Werden jetzt auf jeden Fall mal probieren, Libera zu nehmen anstatt Bestie. Weil warum denn auch nicht? Luna Creator und Dandelga. Dandelga fliegt allerdings raus und da kommt das, was Bestie hat, rein. Obwohl der Dandelga hat ja noch einen Extra-Effekt. Was macht denn der als Extra-Effekt? Sind wir schon dran vorbei? Ach ne, hier. Ja, BB Gauge eventuell. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wo haben wir denn jetzt eigentlich das Ding, was. Hier. Sacred Crystal heißt der, den Elimo da anhat. Hätt ihr den Demon Core gegeben, aber. Der Demon Core. Ist ja hier, wenn attacking, taking damage, slaying foes and victory. Ja, taking damage okay, aber attacking macht Elimo nicht. Bringt uns nicht viel. Und das bei taking damage, da haben wir einen Buff für. Daher ist das quasi das Beste, um sicherzustellen, dass sie es hat. Was jetzt auch nicht unbedingt immer funktioniert, wie man hier gesehen hat. Gut, hier können wir jetzt quasi auch nicht mehr viel dran machen. Wo sind denn wir denn jetzt überhaupt? Bei 52. Alter Falter. Ja, den nächsten Try gibt es in der nächsten Folge. Macht's gut.